Arne Quinze, Sie befassen sich mit Architektur und Kunst und seit längerem engagieren Sie sich auch für ein höheres Umweltbewusstsein. Ist es nach wie vor ein Anliegen für Sie? Ich würde sagen, es ist für mich vor allem Kunst im eigentlichen Sinne. Ich nähere mich der Architektur nicht auf die Weise, auf die Architektur im herkömmlichen Sinne betrachtet wurde, sodass sie zu etwas dienen soll. Kunst ist ja etwas sehr viel Freieres und auch, wenn ich sehr große Installationen entwerfe, und wir arbeiten ja oft mit Ingenieuren zusammen, so gibt es doch einen großen Unterschied. Für mich ist es sozusagen mein Kampf mit den großen Installationen, die Städte in große Freiluftmuseen zu verwandeln. Ma lutte avec ces grandes installations, c'est quand même essayer de changer les villes dans des musées en plein air. Ich weiß, dass Sie das architektonische Werk von Calatrava sehr gemocht haben. Hat sie das in einer bestimmten Weise beeinflusst? Nein, eigentlich nicht. Das, was mich am meisten inspiriert, ist die Natur selbst. Zu 100%. Ich könnte wirklich Gärtner sein. Um mein Haus herum züchte ich etwa 25.000 Pflanzen, die vor allem auch dazu dienen, Pflanzen zu studieren. Die Mannigfaltigkeit der Natur ist so unglaublich. Ich denke, dass, wenn wir Städte in der gleichen Vielfalt bauen würden und vor allem in eben diesem Gleichgewicht, wie es die Natur bietet, dann haben wir wirklich menschliche Städte. Wir Menschen haben uns ja so weit von der Natur entfernt. Ich verstehe wirklich nicht, wie es so weit kommen konnte. Denn der erste Kontakt, den ein Mensch hat, wenn er geboren wird, ist dieser Block, dieser Eisklotz mit seinen Mauern, das Krankenhaus. Die zweiten vier Wände, die dem Menschen begegnen, ist das Schulgebäude. Und die nächstfolgenden das Arbeitsgebäude. Und wenn wir sterben, legt man uns auch in vier Wände, nämlich in einen Sarg. Ich verstehe es einfach nicht, wie wir uns so weit von der Natur entfernen konnten. Wir sehen doch schließlich die Formen und die Schönheit, die wir in der Natur finden. Es ist doch immerhin etwas, das uns bereichern und das Leben verschönern kann. Und für mich ist es diese Suche und zweitens mein Kampf als Künstler, diese Diversität in meinen großen Installationen und meinen Farben in die Städte zu tragen. Arne, Sie beziehen sich auf die Installationen, die eine bestimmte Größe haben und oft aus Holz sind. Was ist, wenn eine Ausstellungszeit vorüber ist? Was machen Sie dann? Recyceln Sie das Werk dann im Anschluss? Es gibt Installationen aus Holz, wie ich sie seit beinahe 20 Jahren ein bisschen überall auf der Welt mache, die vor allem dazu dienten, anhand dieser Installationen zu untersuchen, wie Menschen darauf reagierten und wie sich die Umwelt seither verändert hat. Und für uns ging es ja auch darum, mal zu schauen, wie durch das Entfernen der Skulpturen von ihrem Platz zu sehen, wie man eine größere Leere schaffen kann als die, die es vorher gegeben hat. Und dadurch, dass man im Grunde ganz bewusst eine Leere geschaffen hat, habe ich gesehen, wie die Menschen ihre Sache selbst in die Hand genommen haben, um ihre Stadt zu verändern. Also nochmal, indem man also bewusst eine Leere geschaffen hat, die größer war als die ursprüngliche, wurde eine Botschaft in die Köpfe der Menschen transportiert. Nämlich ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu versuchen, ihre eigene Stadt nach ihren Vorstellungen zu formen. Aber als Künstler kann man nicht einfach eine Leere schaffen. Deshalb haben wir irgendwann angefangen, dauerhafte Installationen zu erschaffen. Als wir aber die Holzinstallationen noch entfernt hatten, haben wir natürlich recycelt. Recycling zu 100%. Es war im Übrigen Holz, das extra zur Weiterverarbeitung angebaut wurde. Und schlussendlich konnte man das nutzen, um aus den recycelten Installationen zum Beispiel Papier oder Bauplatten herzustellen.
Bis Ende August stellen sie in Mons, im BAM, im Museum für schöne Künste, eine Art Retrospektive der vergangenen 25 Jahre ihrer künstlerischen Arbeit aus, die My Secret Garden heißt. Was ist Ihr Geheimnis einer solchen Kreativität über einen Zeitraum von 25 Jahren? Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Mit dieser kreativen Energie bin ich eben einfach geboren, meine kreative Energie zu teilen und eine bessere Welt zu schaffen. Ich kann mich dieser Kreativität, die durch meine Adern fließt, wahrscheinlich nicht entziehen. Etwas zu erschaffen ist für mich wie zu atmen. My duty, meine Aufgabe sozusagen. Unsere Welt zu verändern als Mensch. Denn das, was der Mensch bisher einzig und allein gemacht hat, ist zu nehmen und nichts zu geben. Unser Planet leidet derart, dass wir unsere Lebensweise schnellstens ändern müssen. Wir müssen versuchen, für unsere Kinder und die, die uns nachfolgen, eine Hoffnung und ein Beispiel zu sein. Wir sind dabei, den Planeten in einer nicht vorstellbaren Geschwindigkeit zu verbrauchen. Und deshalb hoffe ich, dass meine Installationen in den großen Städten junge Menschen und auch die unserer Generation in eine andere Richtung drängen. Denn junge Menschen, die in Städten aufwachsen, wissen doch gar nicht mehr, was Schmetterlinge sind oder die vier Jahreszeiten oder Bienen. Und sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, mit schlammverschmierten Stiefeln nach Hause zu kommen. Und ich glaube, man muss die Natur sehr, sehr schnell wiederbeleben. Und die Kultur in den Städten. Alles, was Kultur ist, ist ja auch immer etwas elitär. Leider besuchen nur etwa 1% der Menschen Kultureinrichtungen. Denn sie sind ja wieder in vier Wänden versteckt. Wie zum Beispiel in Opernhäusern, Theatern, Museen, Galerien und so weiter. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dazu beizutragen, eine öffentliche Plattform zu schaffen und zu versuchen, sich so mit den anderen 99% der Bevölkerung zu verbinden und auszutauschen. Das öffnet den Geist. Und ich vermute, man kann im Freien einen völlig anderen Dialog als durch Museen führen. Denn Menschen, die Museen besuchen, haben ja schon mehr oder weniger eine kulturelle Vorbildung. Man führt hier einen völlig anderen Dialog, wenn man seine Installationen auf der Straße ausstellt. Dann hat man einen anderen Bezug zum Publikum. Und ich denke, es ist sehr wichtig, auch die anderen 99% der Menschen auf der Welt zu berühren. Arne, können Sie für uns vielleicht den Schleier über Ihren zukünftigen Projekten lüften? Vielleicht auch im Ausland? Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass man Ihre Ausstellung My Secret Garden bis Ende August in Mons sehen kann. Vielleicht erlauben Sie uns noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, ins Ausland und vielleicht auch nach Deutschland. Oh ja, im nächsten Jahr sind Ausstellungen in Deutschland geplant. Aber darüber kann ich noch nicht so viel erzählen, denn wir sind momentan noch dabei, über die Ausstellungen zu verhandeln. Aber es gibt in jedem Fall Ausstellungen in Deutschland. Aber für den Rest bin ich jetzt erstmal mit der Ausstellung in Mons beschäftigt. Da sind etwa 150 Modelle geplant. Ich bin sehr beschäftigt damit. Einige existieren schon, aber ein anderer Teil muss noch gemacht werden. Wir arbeiten auch gerade an einem sehr großen Projekt für Kairo. Eine Skulptur mit einer Länge von ca. 150 Metern und einer Höhe von etwa 15 Metern. Für Mexiko machen wir gerade eine Skulptur von mehr oder weniger 40 Metern. Und wir bereiten Skulpturen für Seoul, Shanghai, Brasilien, Sao Paulo vor. Das heißt, wir sind ziemlich beschäftigt. Wir haben wirklich viel zu tun. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Vielleicht noch ein letztes Wort zur Covid-Pandemie. Wir haben alle unter der Pandemie und ihren Nebeneffekten gelitten. Was war bis zum jetzigen Zeitpunkt für Sie das Schwerste in dieser Pandemie? Les gens réagissent
Für mich ist das Schlimmste zu sehen, wie die Menschen reagiert haben. Jetzt sind wir ja fast am Ende der Corona-Krise. Ich hätte schon gedacht, dass mehr Menschen ihre Lebensgewohnheiten geändert hätten. Wir leben ja in einer derartigen Konsumgesellschaft, dass wir, sobald wieder alles wie vorher ist, noch viel mehr konsumieren werden als zuvor. Ich glaube, unser Planet gibt uns so viele Zeichen, dass wir unsere Lebensgewohnheiten wirklich ändern müssten. Ich war während des ersten Covid-Lockdowns wirklich optimistischer. Aber jetzt scheinen sich die Menschen angepasst zu haben. Und jetzt, wo wir unsere Freiheit langsam wieder erlangen, dass ihr Verbrauch wieder in voller Kraft läuft. Man kann sich fragen, ob der Mensch aus allem etwas gelernt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht negativ, ich bin auch weiterhin optimistisch. Aber ich stelle mir doch Fragen. Je ne sais pas. Et je ne suis pas négatif, je suis encore optimiste. Je ne sais pas. Ich glaube, Ihre Wahrnehmung ist sehr realistisch. Arne Quinze, ich danke Ihnen sehr für das Interview und für Ihre Zeit. Merci, avec beaucoup de plaisir.